Freunde des Heimwerkens, mein Name ist Sönke und heute decken wir in der Machbar-Academy ein Dach mit Biberschindeln. Wie das geht, das zeigen euch Felix und ich. Das Verlegen von Dachschindeln ordnen wir in die Kategorie 3 von 5 ein. Je nach Größe eures Daches benötigt ihr dafür einen halben bis ganzen Tag und am besten zieht ihr das Projekt zu zweit durch. Als erstes geht's ans Verlegen der Dachschindeln. Zum Schluss wird noch der First abgedeckt und dann ist das Dach abgedichtet. Bevor ihr mit den Biberschindeln loslegt, solltet ihr das Dach mit einer Schicht Dachpappe abdichten und die Ortgangbleche anbringen. Wie das genau funktioniert, haben wir euch unter dem Video verlinkt. Um am Traufblech eine durchgehende Deckung sicherzustellen, wird die erste Reihe einfach umgedreht. Denn so entsteht sehr schnell eine gerade Abschlusskante. Eine zweite Möglichkeit wäre es, die Schindeln vorne möglichst gerade abzuschneiden. So habt ihr einen roten Untergrund unter der zweiten Schindelreihe. Achtet darauf, dass die Schindeln das Traufblech vollständig bedecken. Mit Dachpappstiften wird jetzt vernagelt. Die Nägel platziert ihr über dem schwarzen Klebestreifen und immer dort, wo die Biberschindeln eingeschnitten sind. Dort werden sie später von der zweiten Reihe überdeckt. Und die letzte Schindel wird entsprechend eurer Dachlänge zugeschnitten und kann dann ebenfalls angebracht werden. Ist die Traufkante abgedichtet, geht es los mit der ersten Reihe der Oberdeckung. Die Biberschindeln sollten mindestens 1,5 cm über die Kante herausragen. Das entspricht ca. einer Zollstockbreite. Habt ihr die Schindeln ausgerichtet, wird vernagelt. Achtet darauf, die Nägel gerade einzuschlagen. Der Kopf sollte sich fest auf die Dachpappe legen, sie aber nicht nach unten einbeulen. An solchen Stellen könnt ihr das Material sonst ausbrechen und es entstehen Undichtigkeiten. Die folgenden Reihen beginnt ihr immer mit einem Versatz. Der entspricht genau einer halben Schindel. Einmal zuschneiden und dann auflegen. Hier sieht man gut, dass die Schindeln die Nägel der unteren Reihe verdecken. Die nächste Reihe sollte immer vollständig den schwarzen Klebestreifen der unteren Schindelreihe überdecken. Dieser Klebestreifen besteht aus einer Bitumschicht, die bei Sonneneinstrahlung und Wärme flüssig wird und über die Zeit die Schindeln miteinander verbindet. Die meisten Hersteller machen kleine Markierungen in Form von Einschnitten in das Material, damit ihr genau sehen könnt, wie weit ihr die Schindeln überdecken müsst. Und noch ein Tipp: Verlegt ihr Schindeln bei sehr kaltem Wetter, empfiehlt es sich, jede zweite Reihe mit etwas Bitumenkleber zusätzlich zu verkleben. Das gibt Stabilität und schützt bei einem Sturm vor dem Hochklappen der Schindeln. Ist die obere Reihe angebracht, könnt ihr den Überstand einfach mit dem Messer abschneiden. Dazu benutzt ihr am besten eine Klinge für Dachpappe. Die ist gebogen und ihr könnt ohne Kraftaufwand das Material zerteilen. Die Dachhälften sind eingedeckt. Jetzt geht es darum, den First abzudecken. Um den First abzudecken, müsst ihr euch aus den großen Schindelpaneelen einzelne Stücke anfertigen. Schneidet ihr den hinteren Teil konisch zu, überdeckt die Biberschindel später den Bereich, der genagelt wird. Beim Decken der Firstschindeln ist es wichtig, die Hauptwindrichtung zu beachten. Die offene Seite der Deckung sollte zu der windabgewandten Seite ausgerichtet werden. Jetzt könnt ihr die Schindeln über den First biegen und mit Dachpappstiften befestigen. Achtet darauf, dass ihr die nachfolgenden Schindeln schön dicht übereinander legt. Wenn ihr bei kaltem Wetter arbeitet, hilft es, die Schindeln zu erwärmen, damit sie sich leichter über den First biegen lassen und nicht brechen. Die letzte Schindel auf dem Dachfirst wird ohne die zusätzliche Zunge zurechtgeschnitten. Um die anzubringen, arbeitet ihr mit einem Bitumenkleber. Den gibt es in diesen praktischen Kartuschen. Es ist wichtig, dass ihr die letzte Schindel nicht nagelt. Ein offener Nagel bedeutet eine Schwachstelle, durch die leicht Wasser eindringen kann. Es ist geschafft. Das Dach ist gedeckt und abgedichtet und wird jetzt viele Jahre Wind und Wetter trotzen. Viel Spaß beim Selbermachen. Unser Dach ist gedeckt, aber vor allem auch dicht. Und wenn ihr weitere Filme rund um das Thema DIY sehen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Alles machbar mit Obi.